Hört ihr das? Es regnet draußen. Das wird mega entspannend gleich. Ich setze mich nämlich gleich in die Badewanne. Ich hatte mich gerade. Das ist keine Werbung oder so. Ich habe es nur gerade bei uns im Badezimmerschrank gefunden und dachte mir, das ist doch jetzt perfekt. Ein Erkältungsbad speziell mit ätherischen Ölen. Macht vielleicht den Kopf ein bisschen frei und so. So ein richtiges Hexengrün. Und noch eine. Das macht richtig schön Schaum. Das ist cool. Ich mach's mir jetzt hier gemütlich. Bis später. Hallo, ich fühle mich so unproduktiv heute. Ich weiß auch nicht, irgendwie. Ich meine, ich war auch nicht wirklich produktiv. Ich weiß auch nicht, irgendwie läuft das alles nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich kann euch aber mal meine Organisation hier zeigen. Und zwar habe ich hier zu allen vier Themen, also Neuro, Ökologie, Evolution und Genetik. Also nicht unbedingt in der Reihenfolge gerade, bin ich mir gar nicht ganz sicher. Jetzt gerade habe ich ja meinen neuen Abi-Trainer und habe vor, die beide komplett durchzulesen. Eigentlich würde ich total gerne zu jeder Seite mir dann so Zusammenfassungen schreiben, wie ich da angefangen habe. Das ist aber mein Konzentrationsproblem. Also das sind nicht meine Lernzettel. So, Lernzettel habe ich eigentlich schon. Ja, das ist wirklich nur so zum Verinnerlichen, also wie zum Auswendiglernen so. Weil, ja, also ich weiß nicht. Stehen halt auch schon sehr viele Sachen drin, wo ich mir sicher bin, dass ich das nicht so detailliert wissen muss. Und ob es da wirklich einfach nur Sinn macht, das einfach nur durchzulesen. Wenn man noch ein bisschen früher anfängt, als ich, die wirklich strukturiert durchzuarbeiten, hat man da wirklich, glaube ich, eine gute Chance, da alles irgendwie mitbekommen zu haben und nichts zu vergessen so. Ich habe halt nicht von Anfang an mit denen gelernt, sondern mit anderen Sachen. Aber ich glaube wirklich, dass man selbst, wenn man fast nur mit diesen Abi-Trainern lernt, dass man auf jeden Fall alles hat. Ja, aber haltet euch nicht daran fest, weil die Abi-Klausuren werden ja immer noch von euren Lehrern kontrolliert. Kontrolliert, korrigiert, wollte ich sagen. Und die achten natürlich auch auf das, was ihr wirklich im Unterricht hattet. Das heißt, die Unterrichtsmaterialien zu verwenden, ist natürlich auch sinnvoll. Weil jeder Kurs schafft ein bisschen mehr, schafft ein bisschen weniger als ein anderer. Und dann sollte man sich auch, was die Begriffe uns angeht, ruhig ein bisschen an dem eigenen Kurs orientieren und nicht nur an so Abi-Trainern. Aber naja, falsch machen kann man auf jeden Fall nicht, so, wenn man sich an den Abi-Trainern orientiert. Eigentlich bin ich gerade hochgegangen, um mir was Wärmeres zum Anziehen zu holen, weil ich das erste Mal seit der gesamten Woche, glaube ich, friere. Also davor war mir die ganze Zeit heiß und jetzt ist mir kalt. Auf der anderen Seite würde ich auch voll gerne raus. Ich weiß nicht, ob ihr das. Hat es aufgehört zu regnen? Nee, es regnet noch. Okay, es regnet definitiv noch. Da hinten kommen noch Sturzbäche vom Dach runter. Also ich gehe total gerne bei Regen raus eigentlich, weil da nicht so viele Leute unterwegs sind. Und ich das total gerne mag, einfach so draußen meine Ruhe zu haben. Und außerdem mag ich auch Regen voll gerne. Also ich liebe Sonne. Und ich hasse es, wenn immer Dauerregen ist und so voll ekliges Wetter ist. Aber wenn man einfach gerade mal Bock hat auf so einen kleinen Spaziergang, dann mit unterm Regen schwimmen und im Regen ist es irgendwie, I like it. Oh, und da drüben sehe ich meine Nachbarin. Ich weiß nicht, ob das noch was wird heute mit dem Rausgehen. Weil wenn, dann müsste ich jetzt gehen. Es ist schon 5 Uhr. Weil dann wird es auch irgendwann bald dunkel. Aber auf der anderen Seite will ich noch unbedingt was schaffen. Buenos dias. Good evening. Hi. Ich komme gerade zurück aus dem Rewe. Also aus dem Supermarkt. Und wir haben was für Burger eingekauft. Meine Familie hat mir nämlich Fotos geschickt, dass die heute im Urlaub Burger gegessen haben und ich habe so Bock auf Burger bekommen. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich bin Vegetarierin. Das heißt, ich esse ja keine Frikadellen auf dem Burger. Und dann haben wir nach was Vegetarischem geguckt, nach einer vegetarischen Alternative. Und normalerweise machen wir da meist so Grünkern-Frikadellen oder sowas in der Art drauf. Ich wäre so eine Frau gefragt, ob die so eine Mischung irgendwie haben. So eine Grünkern Frikadellenmischung oder irgendwie sowas. Hatten sie nicht. Die meinte, die haben gar nicht sowas. Das stimmte schon mal nicht. Ich habe mir später selber was gefunden. Also ich habe sie generell nach so vegetarischen Frikadellmöglichkeiten gefragt. Meine Haare. Ignorieren mal kurz. Ich hatte gerade eine Mütze auf. Jetzt zeige ich euch mal, was ich eingekauft habe. Übrigens, für mich gar nicht so schlecht. Ich finde es auch noch so ein bisschen so, man sieht es mir, glaube ich, einfach noch ein bisschen an. Alles ist noch so ein bisschen blass und eingefallen, aber ansonsten sage ich als erstes mal hier Sesamring mit vier verschiedenen Cremes.
Richtig nett, der Mann hat einfach uns noch eine geschenkt. Ich glaube, das machen die häufiger als den so. Weil das ja alles nicht so billig ist, dass sie dann noch so eine Creme dazu schenken. Voll nett, aber es hat gar nicht so viel gekostet. Ich glaube, es hat 6,50 Euro oder so gekostet. Ja. Und ich meine, ich habe jetzt ja auch keine andere Feinkost. Ich habe ja wirklich nur so Cremes genommen mit so einem Sesamring, weil ich das liebe und ich bin nicht so ein großer Olivenfan. Manchmal mag ich die voll gern, manchmal nicht so, aber ich dachte mir, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Dann kaufen wir häufig diese Brötchen. Weizentoastbrötchen im praktischen Doppelpack. Da sind 8 Stück drin. Das 4 Stück sind da drin. Ich schmeiße hier schon alles um. Aber ich habe 2 Pakete gekauft. Die halten sich bis zum 10.4. Ja, 10.4. Also bis dahin. Ich liebe Burger. Ich liebe, liebe, liebe Burger. Das heißt, ich kriege die bestimmt bis dahin auf. Röstzwiebeln dürfen natürlich niemals fehlen. Ein paar kleine Tomaten. Wir haben nämlich noch 2 große Tomaten, aber für 8 Burger reicht das ja nicht aus. Und weil ich mir dachte, dass wenn ich jetzt große Tomaten kaufe, dann kriege ich die nicht so schnell auf. Und ich hatte Angst, dass die dann irgendwie schlecht werden oder so. Und ich dachte, ich nehme lieber kleine, dann kann ich die auch nochmal so snacken. Weil ich jetzt auch nicht weiß, ob meine Familie in den nächsten Tagen Tomaten braucht noch so. Genau, dann Remoulade. Aber nur eine kleine Portion, weil ich nicht wusste, ob wir noch welche haben. Und ich dachte mir aber so, ich muss die jetzt kaufen. Ich konnte ja zu Hause niemanden anrufen und fragen, ob wir noch welche haben. Hab ich vergessen nachzuschauen vorher leider. Ich hoffe, wir haben noch Ketchup. Muss ich schnell nachschauen. Sekunde. Ja, und ich habe auch direkt reingeguckt und direkt quasi genau diese Tube gesehen. Ich weiß nicht, ob das Mayo oder Remoulade ist. Also kann sein, dass wir auch noch offene Remoulade haben. Dann habe ich als Frikadellen diese Schnieken-Dinger hier gefunden. Eigentlich hat meine Freundin die gefunden. Original-Bio-Falafel-Pulver. Und daraus kann man entweder so kleine Falafel machen für Falafeltaschen oder eben solche auf dem Burger quasi so drauf, so Falafelbratlinge. Ja, und das werde ich daraus machen. Und dann habe ich halt die ganze Zeit noch gesucht, ob ich nach irgendwas finde, so Grünkern einfach so. Ich wollte ja ursprünglich auch eine Grünkernmischung, aber hatten ja nicht. Also dachte ich mir so, ja, das ist besser als nichts. Weil diese schon fertigen aus dem Kühlregal, die vegetarischen, die waren erstmal so teuer und... Die sahen auch ehrlich gesagt nicht so lecker aus, also habe ich mir gedacht, ich mache die lieber selber. Und meine Freundin hat mir noch empfohlen, Couscous oder sowas reinzutun, wenn ich sowas habe. Vielleicht haben wir auch noch Grünkern. Couscous? Ich glaube, ich werde verrückt. Hier ist ein ganzes Paket Grünkern. Schau mal da. Grünkern einfach so. Mal in die richtige Richtung zeigen hier. Ganz viele Kerne drin. Dann kann ich die, mal der ganze Supermarkt, also gefühlt, da sind bestimmt 4 Leute rumgelaufen, es waren nicht so viele Mitarbeiter da, um nach Grünkern zu gucken für uns. Nachdem wir halt gesehen haben, dass es keine Grünkernmischung gibt, haben wir gefragt, ob wir einfach so irgendwo Grünkern bekommen, damit wir das verlängern können. Und die haben das erstmal alle überhaupt nicht gecheckt, was wir von denen wollten. Und letztendlich hat sich dann herausgestellt, dass sie das auch überhaupt nicht haben, aber anscheinend haben wir noch was. Und ich glaube, man kann das einfach so einweichen und das einfach so da mit reintun. Und heute Abend kommt wieder Gone. Und da freue ich mich sehr drauf. Das wollte ich nämlich eigentlich mit meiner Nachbarin zusammenschauen. Aber die ist gleich mit ihrer Mama, oder jetzt eigentlich, mit ihrer Mama im Theater. Und kommt halt erst so 9:30 oder so zurück. Und normalerweise würde ich sagen, ja, dann gucken wir es dann. Man kann es ja aufnehmen. Aber ich versuche jetzt ja mal ein bisschen früher ins Bett zu gehen in der Zeit, in der ich krank bin. Grundsätzlich eigentlich auch, aber 9:30 in den Ferien... Ist jetzt nicht so spät, das will schon gehen. Nur ich glaube, jetzt im Moment ist es besser, wenn ich dann da eher so schon so den Abend einläute. Ja, oder noch ein bisschen lerne oder sowas. Mal schauen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ich habe jetzt ein paar Grünkerne einfach hier reingemischt. Und das Falafelpulver ist jetzt hier drin und das ist mit heißem Wasser. Das ist jetzt so zusammengerührt. Ich versuche jetzt die Klumpen ein bisschen rauszubekommen und dann... einfach noch ein bisschen ziehen und dabei schaue ich Hawaii 5-0. Das Ganze zieht jetzt schon ein bisschen und ich habe jetzt aber gerade beschlossen, dass ich da noch ein bisschen Sahne reintun wollte. Und dann war es zu flüssig, also tue ich jetzt auch noch ein bisschen Couscous rein. Auch in der Hoffnung, dass es nicht ganz so sehr nur nach Falafel schmeckt und so ein bisschen, ja, wie so ein Plätzchen. Ja, ich bin mal gespannt, wie es wird. Ich mag auch Falafel, aber so für einen Burger. Mal sehen. So, jetzt, kommt es mit Pflanzenöl einfach in die Pfanne. Hey, dann überprüft Ihre Finanzen, besorgt euch Verbindungs- Bitte anders sein. Bist du verrückt? Ich
Ich weiß nicht mal, was ist. Ich wusste nicht, dass du Roller Derby-Fan bist. Nein, ich bin kein Fan. Genau, natürlich muss man ein bisschen gucken, dass die ungefähr in Burgergröße sind, aber ich glaube, habe ich ganz gut hinbekommen. Die Burger sind fertig. Oh mein Gott. Ja, wir befinden uns jetzt auf dem Sofa. Nachbarn ist rübergekommen. Da ist Burger Nummer 2. Darf ich dich filmen? Okay. Quatsch. Ja, und da kommt jetzt noch Werbung und gleich kommt Garn. Sie gezwungen, das mit mir zu schauen. Gute Nacht. Ich weiß gar nicht, ob ich heute schon gevloggt habe. Ich glaube nicht. Ich habe mal mein Stativ runtergeholt. Ich dachte mir, wenn ich sowieso hier alleine bin, kann ich auch immer mit dem Stativ rumrennen, das aufstellen und dann damit vloggen, weil das irgendwie angenehmer ist. Ich zu schlapp bin, die Kamera lange zu halten. Meine Oma war heute da und hat Ostergeschenke mitgebracht. Wir gucken direkt schon irgendwie Chips raus. Ich habe noch gar nicht so genau reingeguckt. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt überhaupt schon machen sollte oder ob ich das erst an Ostern mache. Und dann hat sie noch so Schokoladenküchlein in Form von Häschen mitgebracht und für meine Schwester auch ein. Und meine Schwester hat auch eine Tüte und meine Eltern haben auch eine Tüte. Und ich kann mich gar nicht selber reden hören, aber ich lasse die Mütze noch ein bisschen auf, weil mir gerade nicht so warm ist. Ich habe heute Morgen auch ein bisschen was geschafft zu lernen. Genetik, ich habe von einer Freundin den Tipp bekommen, dass ich mir mal so kleinere Abschnitte vornehmen soll, die ich auch schaffen kann, damit ich nicht so schnell frustriert drin bin. Die Küche nur. Damit ich nicht so schnell frustriert bin, dass ich irgendwie nichts schaffe, weil wenn man krank ist, dann schafft man einfach weniger. Aber es ist irgendwie trotzdem frustrierend, weil man halt die ganze Zeit da sitzt und dann nicht das gebacken bekommt, was man eigentlich schon gerne geschafft hätte. Und deshalb habe ich mir dann so kleinere Abschnitte vorgenommen und die dann halt auch geschafft. Und ich möchte auf jeden Fall gleich noch was machen, weil ich einfach diese innere Panik habe, dass ich nicht alles schaffe, bevor ich die Prüfung habe. Und deshalb, ja, weil Nachprüfung ist auch irgendwie, nee, muss nicht unbedingt sein. Jetzt gerade eben war ich bei meiner, oder gerade eben ist gut, bin um 2:30 habe ich den Bus genommen, glaube ich, zu meiner Oma, zu meiner anderen Oma. Und die hat mich zum Pfannkuchenessen eingeladen und habe mich da zu Mittag gegessen. Es war sehr, sehr lecker. Und dann kam irgendwann noch mein Opa, auch von der Arbeit zurück, und dann hat der mich noch gespritzt. Also nochmal hier so an die Lymphknoten, glaube ich. Und in den Mund, also hier so durch, hier in die Kieferhöhlen oder Nasennebenhöhlen. Weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, auf jeden Fall. War danach wieder hier alles taub und es war sehr unangenehm, aber ich hoffe einfach, dass es auch wieder was bringt. Dann hat mein Opa mich nach Hause gefahren, weil die wollen irgendwie zu Hause was streichen und dafür musste er noch Farbe einkaufen, Lack. Und dann konnte er mich zu Hause vorbeibringen, was sehr, sehr praktisch für mich war, weil ich dann nicht nochmal in den Bus musste, weil das wirklich mich sehr angestrengt hat, mit dem Bus zu fahren. Ja, ich einfach halt noch nicht so fit bin. Und dann war ich gerade, boah, es ist irgendwie so mega hell, es ist gar nicht mal so hell, es scheint noch nicht mal gerade die Sonne draußen. Die hat zwischendurch geschienen heute, voll schön, aber ich bin noch so lichtempfindlich gerade. Also ich hatte die ganze Zeit keine Kopfschmerzen, gestern Abend so, hat es ein bisschen angefangen. Ich hoffe, dass das sich aber so in Grenzen hält, weil es geht voll klar. Also es ist jetzt nicht so dramatisch, aber es ist trotzdem, ich bin halt sehr lichtempfindlich hier. Ich wollte euch ja hier schönes Licht bieten. Und auch in einem besseren Licht sieht man auch einfach wenigstens auch im Krankenzustand ein bisschen besser aus. Und deshalb dachte ich mir so, vors Fenster kann nicht schaden. Gerade war ich dann noch in der Apotheke. Da habe ich auch erstmal wieder ewig hier zu Hause rumgesessen. Und die ganze Zeit überlegt, ob ich mich jetzt erst noch hinlege und dann in die Apotheke gehe. Oder ob ich erst in die Apotheke gehe oder ob ich erst noch was lerne. Und war letztendlich dann einfach nur irgendwie wieder eine halbe Stunde an meinem Handy. Und dann habe ich beschlossen, dass ich mich doch erstmal noch hinlege, weil ich echt so müde war. Und dann habe ich irgendwie für eine halbe Stunde mir den Wecker gestellt. Und dann bin ich zur Apotheke. Die machen jetzt auch in 10 Minuten zu. Also das war dann auch wirklich allerhöchste Eisenbahn, wollte ich sagen. Und ja, ich habe alles bekommen. War ziemlich teuer, war ich ziemlich überrascht. So, aber ich hatte zum Glück genug Geld dabei. Also in meinem Abi-Trainer bin ich... Naja, noch nicht so weit gekommen und würde da halt eigentlich ganz gerne jetzt noch weitermachen. Weiß noch nicht, ob ich mich so gut konzentrieren kann, aber das werde ich jetzt wenigstens versuchen. Übrigens sieht das dann so aus, wenn ich das alles bearbeitet habe. Richtig schön bunt. Shoutout an meine Tante, meinen Onkel. Ich weiß nicht, ob die mir das beide geschenkt haben oder nur meine Tante. I don't know. Auf jeden Fall
Ich benutze fleißig die Textmarker. Ja, ich mag das irgendwie, das in verschiedenen Farben zu machen, weil dann... Das motiviert mich irgendwie wenigstens so ein bisschen. Ja. Und ich benutze Einhorn-Taschentücher. Sind die nicht toll? Ja, finde ich auch. Ja, also ich werde jetzt lernen... Oh, mein Stirn ist warm. Oh, ich hoffe, ich kriege nicht jetzt auch noch Fieber. Ne? Das wäre jetzt einfach so... Ich dachte eigentlich, ich wäre jetzt langsam mal über den Berg und Fieber wäre jetzt einfach so ein bisschen... Muss jetzt halt einfach nicht sein. Ja, so sehe ich das. Hey, guten Morgen. Ich weiß, ihr könnt es noch nicht so richtig sehen, aber dieses Haus ist ein einziges Chaos. Und da meine Familie morgen wiederkommt und auch einfach, weil ich nicht länger in diesem Chaos leben kann, werde ich heute aufräumen. Es ist einfach einiges zusammengekommen, weil ich so krank war und nicht meine Sachen wegräumen konnte, beziehungsweise eigentlich schon froh war, wenn ich überhaupt geschafft habe, die Sachen irgendwie irgendwo hinzutun. Mein Kopf ist leider heute total zu. Ich habe mich ja gestern spritzen lassen und jetzt tut es hier so ein bisschen weh, wenn ich so stärker auftrete und so. Ich weiß nicht, ob das vielleicht einfach so wie so eine Verschlimmbesserung ist und danach wird es besser oder so. Das ist halt immer so, diese Krankheitsberichte, ich weiß, sie sind nicht besonders schön. Aber sie gehören nun mal jetzt dazu und dieses Handtuch ist unfassbar nass. Aber ich werde es trotzdem jetzt nochmal auf meinen Kopf machen, damit ich keine Erkältung bekomme. Ich war nämlich gerade... Okay, das bringt einfach gar nichts. Ich hole mir mal kurz ein trockenes Handtuch und dann mache ich es auf meinen Kopf. Und dann werde ich dieses Chaos hier beseitigen. Es ist tatsächlich der vorletzte Tag, an dem ich alleine wohne. Beziehungsweise morgen Abend kommt meine Familie wieder. Ich mache mir jetzt Musik an und... zeigt euch das Ganze in einem Timelapse. Burger immer mache. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert. Wenn nicht, dann spult vor. Ich mache die eigentlich immer gleich. Also erstmal Hamburgersoße eurer Wahl. Remoulade geht theoretisch auch. Aber ich finde Hamburgersoße noch ein bisschen optimaler. Eigentlich habe ich nicht wirklich so eine spezielle Reihenfolge oder sowas. Ich fange jetzt einfach mal mit den Gurken an. Also ich habe hier so saure Gurken und die lege ich da einfach so drauf. Richtig krasses Tutorial, ich weiß. Und jetzt, die habe ich gerade noch im Toaster gehabt. Ja, super, ist jetzt auseinandergefallen, aber das sind diese Falafel-Couscous-Grünkernplätzchen, die ich gemacht habe. Das kommt jetzt da drauf. So, ich hoffe, dass es nicht auseinanderfällt. Also ich habe es gerade auf dem Toaster aufgewärmt, also nicht im Toaster drin, sondern so oben kann man ja sowas
drauf aufwärmen. So, jetzt mache ich Ketchup drauf, damit die nächsten Sachen da auch drauf kleben. Und einfach, weil es lecker schmeckt, Ketchup. Vielleicht hört ihr gerade draußen das Flugzeug. Ich habe die Tür zum Garten auf, weil ich mir überlegt habe, ob ich gleich im Garten esse, weil voll schön die Sonne scheint. So, jetzt kommt ein bisschen Salat drauf. Und ich weiß, normalerweise ist das nicht der Salat, den man auf einen Burger tut, aber ich hatte den noch da und das schmeckt genauso gut. Also kommt der da drauf. Ganz, ganz wichtig, Röstzwiebeln. Ich liebe Röstzwiebeln. Das schmeckt so gut. Ich glaube, ich mache die hier auf die andere Hälfte, weil die sonst nicht festkleben. Jetzt noch Tomaten. Und da würde ich normalerweise auch große Tomatenscheiben nehmen, aber ich habe euch ja schon erzählt gehabt, dass ich die kleinen gekauft habe, damit ich die auch noch so snacken kann. Und genau, deshalb sind das jetzt kleine Tomaten. So, grundsätzlich ist es natürlich immer schlauer, nur eine Seite des Burgers zu belegen, aber die Röstzwiebeln halten da hoffentlich auch so dran. Die letzte Tomate ist hier noch so. Kommt der Deckel drauf. Ja, und die Hälfte fällt natürlich runter. Und das ist der fertige Burger. Sieht das nicht geil aus? Ich finde, das sieht so lecker aus. Ich fühle mich gerade wieder ein bisschen besser. Ich habe nämlich jetzt mal eine halbe Stunde geschlafen oder mich auf dem Sofa ausgeruht. Das heißt, da ist jetzt wieder ein Bettenlager. Aber ist nicht schlimm, nur mit den Sofakissen, also alles gut. Jetzt fühle mich wirklich gerade besser. Ich muss einfach was trinken und dann lerne ich hier noch weiter. Snack jetzt hier mal zwischendurch. Sorry, wenn ich nicht zur Kamera rede. Ich hoffe, ihr könnt es auch verstehen. Reiswaffeln und ja, so Fruchtriegel, ein bisschen Schokolade und sowas. Ein bisschen Nervennahrung. See you later. Hey, guten Morgen. Es ist schon wieder ein neuer Tag. Mir geht's viel besser. Ich habe zwar auch noch nicht so die Energie des Jahrtausends und bin noch sehr verschnupft, aber ich fühle mich irgendwie generell besser einfach. Und heute Morgen ist schon so einiges Nervenaufreibendes passiert für mich. Wir hatten eine Spinne hier. Ich hatte eine Spinne hier im Haus und es war nicht schön. Und ich habe ein bisschen mitgefilmt und sage euch das jetzt mal. Ja, und danach sage ich dann noch ein bisschen was zu. Guten Morgen, Leute. Ich bin gerade aufgestanden. Und im Flur ist die monströseste Spinne, die ihr je gesehen habt. Außer ihr wart schon mal in irgendwelchen Ländern wie Australien oder sowas. Dann vielleicht nicht. Aber die macht mir Angst. Und wenn ich sage, die macht mir Angst, dann meine ich, die macht mir richtig Angst. Also, ich musste da mit Augen zu vorbeilaufen praktisch. Also, ich musste so... Ich hatte schon mal so eine in meinem Zimmer und hatte eine Panikattacke. Und scheiße, sag jetzt nicht, die ist weg. Oh mein Gott. Okay, also wenn die Spinnen da sind, ist eine Sache, wenn man weiß, wo sie sind. Wenn sie weg sind, ist eine andere. Weil dann können sie überall sein. Ich kann mir vorstellen, dass für ein paar von euch das so albern klingt, Angst vor einer Spinne zu haben. Und ich wünschte auch, ich hätte keine Angst vor Spinnen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum ich Angst vor Spinnen habe. Aber manchmal hat man Angst vor Dingen und kann es nicht erklären. Und das ist bei mir so bei Spinnen. Und ich... Das ist wirklich sowas, wo ich mir auch so denke, wie mache ich das, wenn ich alleine wohne? Also so kleinere sind nicht so ein Problem. Auch diese ganz feinen mit dem ganz Feinkörper, die dann so irgendwo oben in der Ecke sitzen. Klar, ist nicht schön, aber das ist nicht so dramatisch. Also vor denen habe ich nicht so panische Angst. Ich meine, die sind auch schon sehr, sehr unschön. Was gar nicht schlimm ist, sind so eigentlich so kleine, außer die haben so einen dicken Körper, aber so ganz normale kleine Spinnen, die ich einfach mit so einem Spinnenfang- oder Insektenfanggerät, also kennt ihr das, diese, ich zeige euch das mal, das bringt die nicht um, ne? Das setzt die einfach nur raus. Moment, so, dann macht man das auf, dann kann man es so hier so in die Wand machen, wenn der Nagel jetzt die Spinne wäre, so, und dann macht man dieses gelbe Teil so davor und dann ist sie halt da drin. Aber ab einer bestimmten Größe passen die ja nicht mehr hier rein. Und ich kann die auch nicht umbringen. Das ist halt auch das Ding so. Ich kann die halt auch nicht einfach, ich kann die nicht irgendwie abklatschen oder so und das die umbringen. Das geht halt auch nicht. Also das kann ich auch nicht. Ich weiß nicht. Dafür bin ich dann wieder zu tierlieb irgendwie. Keine Ahnung, aber ich habe halt trotzdem richtig Angst vor denen. Das ist meine erste richtige, naja, okay, ich hatte schon viele Challenges hier allein zu Hause. Allein die Tatsache, dass ich halt krank war die ganze Zeit. Immer noch bin, ein bisschen. Erkältet vor allem. Aber jetzt habe ich diese riesige Spinne da und ich weiß nicht, wo sie ist. Und ich weiß nicht, ob ich sie mit diesem Teil einfangen kann. Und ich weiß nicht, ob ich dabei nicht in Ohnmacht falle. Und das ist gerade kein Scherz. Ich habe die gesehen und stand da erstmal so ein paar Minuten so in Schock und habe die so angestarrt. Und ich muss jetzt mal mir überlegen, was ich mache. Weil eigentlich würde ich es gerne selber schaffen, die wegzumachen. Die Situation ist die, meine Nachbarin, die gerade selber scheiße Angst vor...
Entschuldigung, meine Ausdrucksweise. Er ist jetzt rübergekommen und sie hat die Spinne gesehen von der Tür aus. Die war nur so hinterm Geländer. Aber das heißt, sie hat sich immerhin nicht bewegt. Und ihre Mutter hat gesagt, wir sollen die einsaugen. Das Problem ist, ich zeige euch das mal. Die Spinne ist da oben. Können wir das sehen? Kann man das sehen? Ich zoome mal ran. Im Schnitt werde ich in Ohnmacht fallen. Oh mein Gott, ich bin ganz schnell wieder weg. ja, das ist die Situation. Und jetzt... Das ist auch der einzige Grund, warum ich in diesem Anblick hier vlogge. Weil ich es ihm... Egal. Sagen wir die jetzt wirklich ein? Was sollen wir tun, ne? Ich weiß es nicht. Nee, ist noch, ich bin dir sehr dankbar. So. Ich glaube, das ist ein Kind von der, die in meinem Zimmer war. Nein! Doch. Ich weiß nicht, oder halt der Freund oder die Freundin Spinde. Oder so. Scheiße. Wir hatten ja mal ein Spinnennest bei uns auf der Toilette. So viele, also es waren nur so kleine und nicht so ein fetter, aber es war richtig schlimm. Okay, dann sagen wir die jetzt ein. Da ist unser kleiner Nachbarjunge und der ist so süß. Und der rollt da gerade auf sein Vierrad. Jetzt ist er gegen ein Auto gefahren. Ich hoffe, da kommt... Ja, da kommt meine Nachbarin und holt ihn da weg. So, also, ja, jetzt habt ihr gesehen, was passiert ist. Und die Spinne ist jetzt zum Glück wieder weg. Und meine Nachbarin, eine andere Nachbarin, die wir draußen getroffen haben, habe ich dann gefragt, ob sie Angst vor Spinnen hat. Und sie meinte, sie hat keine Angst vor Spinnen, konnte aber sehr gut nachvollziehen, dass ich da so ein bisschen panisch war. Und dann ist sie reingekommen und hat die... für uns weggemacht mit diesem Einfangspinnen- oder Insekteneinfangteil und hat die dann bei sich in den Vorgarten gesetzt, also ein bisschen von unserem Haus weg. Und ich bin ihr sehr, sehr dankbar dafür und ich wollte jetzt einfach einmal noch mal kurz was dazu sagen, zu dieser Spinnenangst, weil auf der einen Seite bin ich ein bisschen enttäuscht von mir, dass ich sie nicht selber weggemacht habe, weil ich eigentlich versuche, diese Angst so ein bisschen zu bekämpfen oder ich versuche, sie zu bekämpfen und damit ich eben später auch alleine wohnen kann. Was mache ich, wenn ich alleine wohne und dann ist da eine Spinne, muss ich immer zum Nachbar rennen und fragen, ob sie die wegmachen. Das wäre halt, ist halt auf Dauer irgendwie blöd so. Und deshalb würde ich halt schon gerne diese Angst überwinden. Aber ihr habt die Spinne ja gesehen und sie ist einfach wirklich, das war einfach ein Kaliber von einer Spinne. Ging aber nicht mehr, mir wird bei dem Gedanken schon ganz anders. Jetzt habe ich mich wieder beruhigt, aber ich war echt noch länger danach. Die ganze Zeit, wenn ich da noch so an der Stelle vorbeigelaufen bin, ich bin auf ein Blatt getreten, bin total zusammengezuckt, weil ich dachte, hier ist noch eine Spinne und so. Also das ist wirklich so eine panische Angst, wo ich kann nicht beschreiben, ich habe absolut keine Ahnung, woher diese Angst kommt. Ich weiß es nicht, haben viele Leute ja Angst vor Spinnen. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine Phobie ist in dem Sinne. Ich falle jetzt nicht um, wenn ich die Spinne sehe. Ich weiß nicht, wie das da so... Licht hier ein bisschen weg gerade. Schade, naja, egal. Also ich war damit nicht beim Arzt oder so, weil es ist halt Angst vor einer Spinne. Ich denke mir immer so, dass es so albern ist irgendwie, aber Ängste sind nie albern. Das ist schon mal wichtig zu sagen, finde ich. Und ich glaube, es gibt ziemlich viele Leute da draußen, die auch Angst vor Spinnen haben und auch sich nicht ganz erklären können, woher das kommt. Ich habe einige Ängste, bei denen ich nicht sagen kann, woher die kommen. Ich habe aber auch einige, wo ich so eine Ahnung habe, woher das kommt oder so. Aber bei Spinnen weiß ich wirklich nicht. Ich weiß nicht, ob das einfach so ein Gesellschaftsding ist, dass mir so eingetrichtert wurde, Spinnen sind eklig und irgendwie, keine Ahnung. Ich meine, das ist ja auch nicht so eine schöne Gestalt oder so, ne? so eine Spinne. Aber mal verglichen mit einem Bär zum Beispiel. Ich habe keine Angst vor einem Bär. Okay, wenn der in freier Wildbahn direkt vor mir stehen würde, dann wahrscheinlich schon. Aber das ist nicht dieser Ekel oder so, keine Ahnung. Ich kann es nicht beschreiben. Was ich auf jeden Fall noch erzählen wollte, ist, dass ich mittlerweile solche kleineren Spinnen, also so eine Größe, oder diese normalen Hausspinnen mit so dünneren Beinen und so kleinen Körpern, so, die zumindest noch in dieses Einfangteil reinpassen. Also manchmal, wenn die so richtig groß sind, dann ist es jetzt auch schon wieder eklig, aber so eine ganz normale Spinne, ne? Also so eine ganz, so weiß ich nicht, so groß und dann mit den dünnen Beinen. Und die kann ich auch einfach, die mache ich selber weg. Ich bin dann so ein bisschen so... Mach das Teil so an die Wand und bin dann da so, versuche die dann rauszutragen. Und das geht auch alles noch. Also beziehungsweise nicht geht alles noch, sondern geht mittlerweile alles, weil ich es immer wieder versucht habe. Und zum Beispiel, wenn ich sehr spät ins Bett gehe und dann sehe ich irgendwie oben in der Zimmerecke
eine Spinne und meine Eltern schlafen schon und ich kann die nicht irgendwie aufwecken und sagen, ja, könnt ihr mal bitte die Spinne wegmachen? Das geht ja tagsüber, aber es geht ja nicht mitten in der Nacht. Und ich kann aber auch nicht schlafen, weil da oben so eine Spinne hockt. Hackt. Und dann habe ich gelernt, mich zu überwinden und mit sehr, sehr viel Überwindung. Also es dauert dann wirklich teilweise, war ich dann eine Stunde wach und habe Panik geschoben und wusste nicht, was ich tun soll. Und habe dann irgendwann es geschafft, diese Spinne wegzumachen und rauszubringen. Also es hat schon teilweise Ausmaße, wo ich mir dann so denke, so das kann nicht sein. Und ich möchte das nicht, dass das immer so bleibt. Und deshalb versuche ich, diese Angst zu überwinden. Aber heute ging es leider nicht. Und deshalb bin ich auf der einen Seite ein bisschen enttäuscht, dass ich es nicht selber gemacht habe. Ich war wirklich, als ich sie gesehen habe, dachte ich so, Franzi, du musst die selber rausbringen, du musst es irgendwie selber machen. Aber dann dachte ich mir so, dieses Teil zum Einfangen, warte mal, ich sage das so. Jedenfalls dachte ich, die passt da nicht rein, weil ich hatte Angst, dass dann so die Beine irgendwie abgeklemmt werden. Oder fragt mich nicht, auf jeden Fall war die Vorstellung irgendwie nicht so schön. Wenn ich alleine wohne, muss ich mir vielleicht, ich weiß nicht, ob es sowas, wisst ihr, ob es sowas in größer gibt? Das wäre vielleicht ganz praktisch. Ja, das ist meine Spinnen-Story. Ich weiß nicht, ob ihr es nachvollziehen könnt oder nicht. Ich weiß, dass viele Leute, die keine Angst haben vor Spinnen, das schwer nachvollziehen können und das vielleicht auch ein bisschen albern finden oder so ein bisschen so, ja, sei doch nicht so hysterisch und so. Das ist auch was, was meine Eltern gerne mal sagen. Aber es ist halt so, es ist einfach eine Angst und sie ist halt einfach da und dann kriege ich einfach Panik und ich bin nicht mehr wirklich ich selbst in diesem Moment. Ich frage mich, wie das in Australien werden soll, weil da gibt es deutlich größere Spinnen. Ich weiß auch gar nicht, was ich da jetzt noch mehr zu sagen sollte. Ich wollte es auf jeden Fall irgendwie so festhalten und euch irgendwie mitteilen, dass das passiert ist und dass es halt so ist, wie es ist. Das ist jetzt kein Video von wegen, wie überwindet ihr eure Angst Spinnen gegenüber oder so, weil ich es halt selber noch nicht weiß. Ich weiß nur, dass ich da auf einem ganz guten Weg bin, aber dass das einfach noch ein bisschen too much war. Heute steht einiges an. Wir haben jetzt 12.47 Uhr. Und ich muss lernen. Lernen. Ich habe gestern Genetik abgeschlossen. Das heißt, mir stehen noch 3 Themen bevor und ich habe noch eine Woche Zeit. Ich sag mal so, ne? Ist kritisch. Aber Panik zu schieben bringt halt einfach gar nichts. An dem Punkt war ich schon und das Problem ist, wenn ich wirklich diese Panik habe, ich schaffe das alles nicht, dann endet das in Prokrastination und dann, das ist halt das Blödeste, was passieren kann, so, weil dann schaffe ich gar nichts und dann schaffe ich lieber das, was ich eben schaffe. Ja. Also die Woche krank war jetzt halt schon irgendwie blöd, auch wenn ich von vielen Leuten gehört habe, die auch jetzt Abi machen, dass sie auch krank sind oder dass sie aus anderen Gründen auch nicht das geschafft haben, was sie wollten an Lernstoff. Und ich habe früher immer so gedacht, ja, das Abitur, da werde ich immer dann so viel lernen und das so lange vorher schon und so. Und jetzt ist es bald und es ist einfach in einer Woche oder in anderthalb Wochen. Und die Situation ist ein bisschen kritisch, sage ich mal so. Aber ich werde mich weiterhin ranhalten. Ich muss heute aufräumen. Ich habe ja gestern hier einigermaßen aufgeräumt. Das sind halt so ein paar Sachen, die ich dann gestern Abend zum Beispiel liegt da. Eine Decke, weil ich die gestern Abend noch benutzt habe. Oder der Tisch ist halt von den Lernsachen jetzt wieder zugestellt. Und so ein paar Sachen, die ich eingekauft habe. Aber mein Zimmer muss auf jeden Fall halt aufgeräumt werden. Und ich weiß nicht genau, ob ich damit anfangen soll oder mit dem Lernen, weil das Zimmer halt auf jeden Fall gemacht werden muss. Aber ich auch ein bisschen was lernen möchte erstmal noch. Ja. Achso, übrigens, ich habe mich so ganz, ganz bisschen fertig gemacht, weil ich so Zöpfe und ein bisschen Mascara nach langer Zeit, ein bisschen Lipgloss, ein bisschen Concealer und ein bisschen Augenbrauen. Einfach nur, weil ich gerade so, ich saß vor meinem, an meinem Schminktisch und wollte mir Zöpfe machen. Dann war dann so, eigentlich hätte ich Lust, einfach für mich selbst, weil ich wahrscheinlich heute gar nicht rausgehen werde, ein bisschen fertig zu machen. Ja. Also, dass es nicht für den Vlog ist, ist deshalb vielleicht relativ ersichtlich. Der Tatsache nach, dass ich die ganzen letzten Tage krank ungeschminkt mich vor der Kamera gezeigt habe. Also, ich habe mir gerade, oder sagen wir, ich wollte mir gerade Spaghetti machen. Ich glaube, es sind ein bisschen viele. Ich weiß nicht, wie ich die da reinbekommen soll. Sah nicht so viel aus in diesem Glas. Und eigentlich, wenn da noch so welche drin sind, das meist nur so Reste und nicht so eine ganze Packung. Aber das hier sieht fast nach einer ganzen Packung aus. Naja, vielleicht möchte meine Familie heute Abend ja auch nochmal welche essen. Man kann die auch gut nochmal anbraten. Ich hoffe nur, ich kriege die in den Topf rein. Ich habe es geschafft. Geht alles irgendwie, aber es sind trotzdem zu viele Nudeln in diesem Topf. Also ja, es passt genau quasi, aber es ist halt schon ein bisschen kritisch. Oh mein Gott. Ich habe gerade so schnell so viel gelesen, dass ich jetzt komplett mit Neuro fertig bin. Ja.
Also nicht mit dem ganzen Auswendiglernen und so, mit dem ganzen Lesen. Und da bin ich gerade so froh drüber. Ich muss nämlich jetzt immer noch mein ganzes Zimmer aufräumen. Wir haben 7:05. Um 8 ungefähr, ich hoffe nicht früher, kommt meine Familie zurück, weil ich möchte gerne das Aufräumen davor geschafft haben. Ich zeige euch nochmal, wie es jetzt gerade hier aussieht, nachdem ich nämlich gelernt habe. Sieht das halt wieder so aus, ne? Das ist halt jetzt die Situation hier. Also das sieht schlimmer aus, als es ist auf dem Küchentisch. Das ist ziemlich schnell alles auf einem Haufen mit den leeren Sachen und dann kann ich das nach oben bringen. Das ist gar kein Ding. Aber in meinem Zimmer ist halt wirklich eine Katastrophe. Und ich wollte auch in der Küche hier noch so ein paar Sachen spülen und wegräumen. Dabei werde ich jetzt einen Podcast hören. Und hier unten mache ich jetzt schnell und dann nehme ich euch aber oben mit, wenn ich mein Zimmer aufräume. Zeige euch das in der Timelapse, weil ich glaube, das wird eine mega krasse Veränderung. Und eventuell, wenn ich das schaffe, das fände ich wirklich schön, weil ich dann nochmal ein bisschen rauskommen würde heute, gehe ich noch zum Osterlämmerverkauf bei uns in der Kirche, ist das glaube ich, mit den Pfadfindern. Ich bin nämlich eine Pfadfinderin, eine Gelegenheitspfadfinderin sozusagen. Wir haben nicht so häufig Gruppenstunde und selbst wenn wir mal haben, ich bin nicht so häufig da. Einfach mit der Schule und so hat das zeitlich halt selten gepasst und dann war ich halt nicht so häufig da. Aber jedes Mal, wenn wir uns mit allen dann mal wieder treffen, freue ich mich immer sehr. Und deshalb fände ich das heute schon schön, da auch noch hinzugehen, einfach ein bisschen mit den Mädels zu quatschen und Osterlämmer zu verkaufen. Heute ist ja dann die Ostermesse, also die Osternacht. Und ich glaube, das ist somit die größte Messe in der katholischen Kirche, kann das sein? Eigentlich ist es ja sogar noch größer als Heiligabend und so. Soweit ich weiß, ich bin nicht mehr so ganz informiert mit allem, was so, mit dem ganzen kirchlichen Krams. Also ich war früher richtig häufig in der Kirche, jetzt aber nicht mehr so, seit ich älter geworden bin. Ja, genau. Los geht's mit dem Aufräumen. Na super, okay. Gerade Fokus jetzt gar nicht, aber ich habe gerade festgestellt, zum Glück ist mein Laptop hier unten, dass ich nur noch 26 Minuten Speicherkarte habe, weil ich so viel geblockt habe. Ich glaube, es kommt vor allem durch die Timelapse-Sequenzen. Das heißt, ich muss jetzt erstmal diese Speicherkarte hier auf meinem Laptop entleeren sozusagen. Und dann kann ich euch die Timelapse-Sequenzen vom Aufräumen oben auch zeigen. Weitgehend fertig mit dem Aufräumen. Also ich habe die feinsten Feinheiten nicht gemacht, aber es sieht viel besser aus. Also so ein paar Sachen muss ich zum Beispiel noch irgendwie in den Keller bringen und so, aber das Gröbste habe ich gemacht. Mein Nachttisch zeige ich euch nicht. Der ist nämlich noch nicht aufgeräumt, weil das halt so alles mit so Taschentuchpaketen und Medikamenten und so, und das werde ich halt noch nicht aufräumen, weil ich es dann noch brauche. Also mein Schminktisch ist einigermaßen aufgeräumt. Die Sachen werden da auch noch eine Weile hängen bleiben. Darunter ist nämlich auch mein Abi-Ballkleid und fürs Dehnen und so brauche ich auch noch einen Platz. Und das da wird wahrscheinlich nochmal eingefärbt. Deshalb hängt es da auch noch. Der Boden ist aber aufgeräumt. Ich werde dann noch morgen oder so nochmal hier durchsaugen. Und mein Schreibtisch ist auch nur so weit aufgeräumt, dass ich daran arbeiten kann. Und wenn ich komplett fertig bin mit dem ganzen Abi-Zeug und so, dann werde ich nochmal komplett ausmisten. Aber jetzt noch nicht. Und ja, mein Stuhl und alles ist auch hier aufgeräumt. Das ist noch die Dirndl-Bluse, die kommt noch. Ja, irgendwie ans Dirndl dran und das kommt noch in den Keller. Ja, genau. Das ist erstmal alles. Genau. Und ich bin froh, dass ich jetzt geschafft habe. Die ganzen Mottowochensachen sind vor allem weg. Ich frage jetzt mal, wie es mit den Pfadfinderinnen steht, wie weit die sind, ob sich das lohnt, wenn ich noch komme, weil ich muss mir natürlich noch ein bisschen umziehen. Nicht in Jogginghose dahin gehen. In der Kirche vielleicht ein bisschen unangemessen. Weiß nicht. Ja,
Genau. Also das ist der Stand bis jetzt. Und ja, da ich nicht mehr allein zu Hause bin, müsste dieser Vlog eigentlich an dieser Stelle beendet werden. Aber ich guck mal, was heute Abend noch passiert, ob ich euch noch irgendwas erzähle oder nicht. Ja.